So, nochmals guten Nachmittag. Wer jetzt gerade hier einsteigt, ich hatte schon darauf hingewiesen, ich werde dieses Video hier, in diesem Video hier einen Professor vorstellen, der eben nicht so Mainstream-mäßig redet und so weiter und so fort. Im Gegenteil, das ist übrigens sein Kanalbild, das ist der Professor Dr. Bernhard Krötz, und zwar Professor für Mathematik. So. Ich habe mir sehr viele seiner Videos angeguckt. Der Mann spricht mir aus dem Herzen. Ich wollte dieses Video eigentlich jetzt schon machen, aber ich verweise dann auf ein Video von ihm. Das ist tatsächlich, ja, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. So, ich hatte schon mal auf das Thema Deutsch, erste Klasse in der DDR, wie unsere Kinder alle lesen gelernt haben, wie wir lesen gelernt haben und die Geheimnisse für ewiges Können. Das muss ich nicht verweisen, da kann man auf meinem Kanal suchen. Und natürlich, und das hat mich nochmal inspiriert, weil der Professor ja Mathematikprofessor ist, auch hier die Geheimnisse des ewigen Könnens und wofür er plädiert und was wir damals in der ersten Klasse schon als dumme Ossis alles lernen konnten. Einfach gucken, Mathe, erste Klasse in der DDR, auf meinem Kanal suchen und dann ran. So, auf zum Professor. In diesem Video Common Sense, die Stimmen der anderen. Deswegen habe ich es auch so benannt, die Stimmen der anderen. Es gibt nämlich noch Professoren, die reden nicht so nach dem Munde, wie es derzeit ist, und die haben auch keine Angst, mal die Wahrheit zu sagen. Und es ist wirklich gruselig, was mittlerweile an deutschen Schulen gelehrt wird. Ganz gruselig. Und dann nimmt der Professor in vielen seiner Videos, diesen Kanal werde ich verlinken, die einzelnen Videos, die kann man sich angucken, indem man auf Videos geht. Und da hat er wirklich oft genug seine Stimme erhoben, Hamburg ertrinkt im Kompetenzmeer oder aus Schulbüchern wirklich, also Gruseligkeiten des deutschen Schulsystems und so weiter und so fort. Leserbriefe und. Also es ist wirklich ein sehr interessanter Kanal und er spricht mir aus dem Herzen, der gute Professor. Ich danke ihm dafür. So, na denn, das war's eigentlich schon. Was sollte ich denn jetzt groß dazu sagen, dass das alles schlimm ist und so weiter? Der Professor, der macht nämlich auch, und das ist das Schöne, das hat mich so gefreut, der macht nämlich auch konstruktive Vorschläge, wie wir es alle besser machen können. Konstruktive Vorschläge, und deswegen der Bezug zum Buch, IQ ist nichts, Unbildung alles, konstruktive Vorschläge, die Schulbildung endlich wieder auf das normale Niveau anzuheben, die habe ich auch gemacht in diesem Buch, deswegen auch dieser Verweis. Und natürlich mache ich auch Werbung für mein zweites Buch, damit uns YouTube nicht andauernd mit irgendwelcher Werbung belästigt. Denn ich empfinde es mittlerweile wirklich als Belästigung, wenn man sich ein Video anschauen will und erst irgendwelchen Katzenquatsch oder sonst was für einen Blödsinn angucken muss. So, das will ich nicht. Also, wie gesagt, jetzt am Ende müssten die Links kommen zum Buch einerseits, zum Professor andererseits. Und ich denke mal, es lohnt sich reinzuschauen. Man muss kein Mathematiker sein. Ach so, eins noch, ganz kurz, ganz kurz. Was ganz gruselig war, da habe ich auch wirklich, da habe ich gedacht, nee, das so aus dem Stegreif könnte ich das überhaupt nicht. Schulmathematik, und zwar Vergleich Indien und Nordrhein-Westfalen. Puh, also, na denn. Hoffen wir das Beste. Leute, erwerbt Wissen. Wenn man Wissen hat, kann man das kombinieren. Dann kann man erst denken, alles andere sind Annahmen, Glauben oder sonst was. Das ist alles Quatsch. Jetzt habe ich aber selber genug gequatscht. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.